Servus und hallo, heute besuche ich mit euch zusammen die Slurs-Destille aus Oberbayern. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus zusammen, heute nehme ich euch mit durch die Slurs-Destille im oberbayerischen Schliersee. In Schritt 1 führe ich euch durch den Bereich der Herstellung. Hier wird das Getreide gemahlen, gemaischt und dann destilliert. In Schritt 2 führe ich euch ein wenig durch ein Fasslager von Slurs, wo man viele befüllte Fässer bestaunen kann. Hier lagert Slurs hauptsächlich in Fässern aus frischer amerikanischer Weißeiche. Aber auch andere wie Oloroso oder Pedro Ximenez Sherryfässer und andere ausgefallene Hölzer kommen hier zum Einsatz. Schön sind hier auch die Abfüllungen zu sehen, die man sich privat abfüllen und lagern lassen kann. In Schritt 3 zeige ich euch noch ein paar Eindrücke von der kleinen Verkostung, die ich mit meiner Partnerin gemacht habe, und führe euch ein bisschen durch den Shop-Bereich der Destille. Alles in allem kann man sich hier schön eine deutsche Destille zu einem fairen Preis anschauen. Wir hatten Spaß und im Anschluss haben wir noch die schöne Landschaft um den Schliersee genossen. Noch viel Spaß bei den Eindrücken, immer einen guten Genuss und ich freue mich, dich auch bei meinem nächsten Video wieder zu begrüßen. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Servus und tschüss!